Einen wunderschönen, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares 2. Meine super tolle Community hat mir Tipps gegeben. Und zwar, was ich eigentlich schon versucht habe, anscheinend habe ich es falsch gemacht. Wir bouncen erst den Breda unten und dann schnappen wir uns den da hinten auf dem Ofen. Und ja, man kann mehreren den Kopf einschlagen. Hat letztes Mal nicht geklappt, wir probieren es jetzt. So, erst er hier. Voll verkackt. Voll verkackt. Da müssen wir schleichen. So, und dann kam der andere angerannt. Und da habe ich eigentlich auch gleich durchgezogen. Da! Das geht nicht. Ich kann schauen, dass er noch ein bisschen näher rankommt, aber... Ja gut, aber es haben mehrere Leute gesagt, es muss so gehen. Ich stelle mich halt dann anscheinend einfach an. Ah, jawohl, was? Okay, zu langsam. Okay, aber es geht. Es geht. Und dann kann man anscheinend von einem von denen den Kopf anziehen und durch diese Meute da rechts durch, ohne dass es jemand mitkriegt. Zack. 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 Jetzt kommt er noch. Zack. Perfekt. Hä? Wusste ich doch. Oh mein Gott, Paperboy ohne Hut. Okay. Und jetzt dürfte ich da rechts, wo ganz viele stehen, halt nicht mehr auffallen. Ja, wunderbar. Ich würde das Teil... Hey, Alter, bleib cool. Ich würde das Ding halt einfach das ganze restliche Spiel auflassen und einfach durchgehen. System gedribbelt. Boah, ist das alles ekelhaft. Ha! Wow! Das hätte mir bestimmt den Kopf kaputt gemacht und dann hätten die da, wären die auf mich losgegangen. Aber ich Fuchs hab die Gefahr erkannt und die Gefahr gebannt. Oh, was machen sie mit der? Einfach erwürgt. Wie viele das auch sind. Da geht's ja zu wie Sau. So, hier durch und dann haben wir Ruhe, oder? Gott sei Dank, da sind noch Bierdecke dabei. Warum hat er denn überhaupt an? Okay, wir können... Da ist ein Knopf. Können wir da einfach so eine Scherbe hinschmeißen? Nee. Ja, wir müssen bestimmt da hoch. Das ist schon so nach... Schaut schon so nach Hochspringen aus, gell? Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Achso, hier lang. Und? Achso, zu dem Seil komme ich nicht. Jetzt komme ich zu dem Seil. Was ist das eigentlich? Was sind das eigentlich für hohe Räume? Ja. Oi. Glas nicht umschmeißen? Das Glas muss ich umschmeißen, es geht gar nicht anders. Ah. Ach so, das Glas brauche ich. Das schmeiße ich quasi an die Tür, oder wie? Okay, na dann. Runter damit. Ja. Boah, jetzt muss ich das Gehirn dahin schmeißen. Was ist denn mit diesem Spiel, Alter? Das ist viel schlimmer, als es sein müsste. Oh nein, da ist sie wieder. Oh, ich habe keinen Bock auf die Alte. Echt. Die widert mich so an. Bestimmt da unten rein, oder?
Wenn sie dann wieder drüben steht, gehen wir weiter. Das ist der Plan. Grüß dich. Oh, die geht nicht rüber. Haha. Ah, ja, jetzt los. Scheiße. Wahrscheinlich schon verkackt, oder? Kommt die jetzt wieder oder nicht? Ich weiß nicht. Soll ich? Ah, ja, komm, geh mal rein. Was ist das da hinten? Ist das ein Mann ohne Kopf, oder? Nein, ich muss hoch auf den Tisch. Ich sehe die Alte nicht. Ich kann da gar nicht hochspringen. Ich muss ganz hoch, also wo die Gläser stehen. Hä, aber dann sieht die mich. Ich muss... Ja, aber ich muss nicht hier hoch. Nee, nee, nee. Ich glaube, dass ich hoch auf den Schrank muss. Weil... Und dann hinter den Gläsern quasi so durch. Aber ich kann ja gar nicht so hoch springen. Und dann von dem Tisch aus durch das Fenster springen. Durch die Tür kann ich nicht, gell? Jetzt hat sich's eh erledigt. Ah, da kommt ihr hässlicher Scheißkopf. Ah. Ach Gott, widerlich. Okay, ist falsch. Sehe ich ein. Die hört mich auch, oder? Also wenn ich nicht schleiche, hört die mich. Ja, also wenn sie das nicht sieht, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich meine, vielleicht bleibt die da. Ah, die bleibt da nicht. Ah, scheiße. Du musst doch schneller gehen, Bratan. Boah! Ach Gott, bist du widerwärtig, Alte. Okay, aber das geht, weil die ist ja davor gar nicht weggegangen. Also wenn die jetzt weggeht, ist das ja anscheinend der richtige Weg. Ich muss aber erst da nochmal hin. Hierher. Und von da dann. Weiter. So, jetzt chillen wir erstmal wieder, oder? Oder? Ja, okay. Na, komm! Oh Gott, ja. Scheiße. Oh, sie ist so räudig, Alter. Sie ist so ekelhaft. Scheiße, die nimmt mich voll mit. Die nimmt mich voll mit. Da war der mit den langen Armen, dieser Hausmeister, war nicht so schlimm. So. Da beim Rübergehen hat sie mich jetzt gecatcht. Also warten. Jetzt guckt sie halt weg. Okay. Weiter. Scheiße, wo geht... Okay, wunderbar. Da hoch? Ja, wunderbar, wie haben wir das gemacht, hä? Ein bisschen stappert. Rein da. So. Und in... Ja, so sicher, wie man jetzt da sein kann, ne? Nein, ein Hammer. Ein Hammer ist nie gut. Okay, 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 okay. Warte, kann man das auslösen und weg?
Wunderbar, sehr schön. Ah, scheiße, wir brauchen den Hammer noch länger. Da kommen noch mehr. Nein! Ah! Hey, die sind echt schwer zu treffen. Du musst quasi warten, bis sie sehr nah da sind, aber dann hast du ein echt kurzes Zeitfenster, um die Hops zu nehmen. Du musst, wenn sie anfangen zu springen, dann musst du zuschlagen und dann springen sie quasi in deinen Schlag rein. Aber es ist nicht viel Zeit, ohne Witz. Neuer Versuch. Falle, weg. Hammer. Zack. So, jetzt warten wir auf die nächste Ische. Kommt angerannt. Zack, peng. Nehmen wir einen Hammer mal mit. Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Oh, wie der mit dem Hammer da hier den Weg entlang läuft. Nein! Ach komm, Alter! Oh, man steht hier. Das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Steh auf, Paperboy. So. Jetzt da den Anfang nochmal machen, hätte ich jetzt keinen Bock gehabt. So, wunderbar. Hammer nehmen wir immer noch mit, weil da kommen noch mehr. Da steht schon einer. Ey, ich hau immer zu früh. Wenn sie angreifen, zuschlagen. Meine Güte, was verstehe ich denn da nicht? Und zu spät. Boah, das war eine tausendstel Sekunde. So, speichert, es speichert, es speichert, speichert. Ich habe gespeichert. Da war eine Falle, ich hab die gar nicht gesehen. Ja gut, dann kann ich damit Hammer gar... Ja doch, kann ich schon drüber, aber... Den Hammer werde ich jetzt nicht mehr brauchen. Okay. Dann holen wir mal unseren Hammer. Anscheinend brauchen wir den doch. Ich will die halt jetzt nicht alle totknüppeln. Ach, das da oben ist ja Q. Das glaubt dir doch kein Mensch. Hä, wo ist mein Hammer? Brauche ich den gar nicht. So hat er den nicht mehr in der Hand. Das sieht ja aus, als würde ich den da gar nicht brauchen. Aber klar brauche ich den. Ich muss ja auch das hier kaputt hauen. Oh, Entschuldigung, Kyo. Alles gut? Alles fit? Kyo? Dem geht's gut. Keine Sorge. Ja, yeah, Entschuldigung. Komm, Kyo, wir gehen. Oh mein Gott, Schule fertig? Ich will von dieser Lehrerin weg. Unbedingt will ich von dieser Lehrerin weg. Schaut gut aus. Sag mal ein Klavier. Q, komm. Komm, wir klettern da hoch, Q. Wir klettern nicht da hoch. Entschuldige, Q, hab dich ausgetrickst. Doch, Q, wir klettern da hoch. Es geht sonst nicht weiter. Komm mit. Ach, da ist eine Kurbel. Guck. Q, geh weg. Ich muss kurbeln. Ah,
Ach so, ja, aber sollte da nicht jemand drin? Ah, nee, ich lasse das dann einfach runterfallen oder so, oder? Wahrscheinlich. Das fällt gleich von allein. Wieso geht er jetzt hoch? Es geht jetzt nicht darum, dass das Seil jetzt gespannt ist, oder? Ah. Okay. Oida. Ja, hat wahrscheinlich keiner mitbekommen. War ja ganz leise. So, Röber leitet mich da hoch. Ich danke. Wer ist jetzt das? Wer bist du? Hey, ich hab nix. Nein, da ist... Da liegt eine... Boink. Die müssen wir wahrscheinlich aufheben. Aber die sieht mich doch. Wenn ich da jetzt um die rumschleiche, das kriegt die mit? Oder nicht? Muss ich hier oben vielleicht kurz... Ah, nee, schau, ich kann dahinter, hinter der rum. Dann nehmen wir die... Ah! Ehrenmann. Ehrenfrau. Zack. Kopf eingeschlagen. Hier ist der Schlüssel. Wie komme ich jetzt wieder rein? Hilfst du mit? Ja. Hau ruck. Wunderbar. So, weiter geht's. Komm, Q. Hallo? Und das? Nein, wieder so einer. Himmel, Herrgott, ich will nicht kämpfen in dem Spiel. Echt? Also auch wenn es nur einmal so zuschlagen ist, das ist nicht so mein Ding. Was macht denn sie jetzt? Alter! Oh mein Gott! Q, was ist mit dir? Scheiße, die ist voll die Psychokillerin geworden. Nein, du sollst da hochspringen. Ach so. Oh mein Gott, also Q, das hätte ich von dir nicht gedacht. Ich sehe dich jetzt mit anderen Augen, du Psychopathin. Ich will gar nicht wissen, wer da jetzt Klavier spielt, echt. Es ist auf jeden Fall mega gruselig, wenn man irgendjemanden nicht sieht und bloß so Klavier spielen hört. Das Spiel ist creepy. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Ich sag's wieder. Kein Vergleich zu Teil 1. Teil 1 war nicht mal ansatzweise so creepy. Wenn da noch ein dritter Teil rauskommt, wird das so ein richtiges Horrorgame. Das sage ich dir. Q, Räuberleiter. Danke. Ups. Mal, Q, stell dich an, komm. Leute killen kannst du, gell? Aber irgendjemanden irgendwo hochwerfen, da scheitert's dann. Hallo? Ach so. Hä, du hättest... Ich wollte nicht, dass du die Kiste da hinschiebst und dann, aber ja. Wie leicht das jetzt aufging, das kriegt er nicht allein gebacken. Boah, wir werden gleich rausfinden, wer da Klavier spielt. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Keine Ahnung. Oh, die Lehrerin! Nein! Nein, ich will die nicht mehr sehen. Aber ich glaube, jemand anderes... Wäre jetzt auch nicht besser gewesen.
Okay, ich muss jetzt das Ding da runterkurbeln, darf ich aber nur, während sie spielt. Und das sieht sie nicht. Kann mir doch keiner erzählen. Ich will mich nicht beschweren. Nein, jetzt muss ich den Wagen da noch rüberschieben. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay, warten, warten, warten. Schieben. Alter, weil die das nicht mitkriegt. Okay, warten, warten, warten. Und Sprung. Rüber. Komm, Q. Weiter geht's. Weiter geht's, komm. Raus da. Uah, Vorsicht. Ah! Oh mein Gott, sie ist so ekelhaft. Scheiße, das ist so ekelhaft. Lauf! Oh mein Gott, was? Ist das ätzend? Das ist so ätzend. Okay, okay. Ich bin echt erschrocken. Little Nightmares hat es geschafft, mich zu erschrecken. Und ich würde sagen, dass das ein guter Punkt ist, um aufzuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Little Nightmares. Ansonsten sehen wir uns Montag und Donnerstag auf Twitch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da gerne ein Follow da lassen. Ich heiße da genauso wie hier, Fatman's House. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke euch allen für euren Mega-Support und reingehauen.